Funktionären oder sogar Spitzenfunktionären der SPÖ spricht, dann ist das ja normalerweise so, dass die entweder sagen, unser Werner Faymann, der macht seine Sache eh gut oder zumindest einigermaßen gut oder zumindest den Umständen entsprechend gut. Wobei, das kommt eigentlich normalerweise eher selten vor, da muss man schon mit Spitzenfunktionären im engsten Umkreis des Kanzlers reden. Oder es ist eben so, dass sich die bitterlich drüber beklagen, was ihre Spitzengenossen jetzt schon wieder falsch machen. Bitterlich beklagen sich die dann meistens. Aber meistens ist es eben dann doch so, dass diese Leute wenigstens verstehen, warum sich ihr Spitzenpersonal auf eine bestimmte Weise verhält. Sie verstehen das Verhalten, auch wenn sie es missbilligen. Vergangene Woche aber war man mit einer schreienden Ratlosigkeit konfrontiert. Da konnte man SPÖ-Politikern gegenüber sitzen, die durchaus in der Nähe dieses politischen Spitzenpersonals agieren und die den Kopf schüttelten und zu einem gesagt haben, erst sag mal, verstehst du, was da jetzt eigentlich gerade passiert? Verstehst du, wie man so deppert sein kann? Und ich finde das interessant, weil meist ist es ja so, dass man in dem Verhalten, das man kritisiert, zumindest irgendeine Rationalität erkennen kann. Dass man sich so etwa denkt, es ist nicht meine Rationalität, aber ich erkenne irgendeine Rationalität dahinter. Aber was diese Partie in dieser U-Ausschuss-Causa geliefert hat, das ist jenseits jeder Rationalität. Da ist überhaupt keine Rationalität mehr erkennbar. Faymann und seine Strategen, wobei das Wort Strategen natürlich nicht mehr fehl am Platz sein könnte als für die, die haben es in dieser U-Ausschuss-Causa geschafft, dass der Kanzler jetzt in der Öffentlichkeit als der dasteht, der am meisten zu verbergen hat. Ich meine, das muss man angesichts der Diebe und Räuber bei der Konkurrenz erst einmal schaffen. Da muss man schon sagen, Hut ab vor dieser taktischen Glanzleistung. Und ich glaube, wenn man das in seiner gesamten, vollendeten Torheit würdigen will, ist es sinnvoll, sich mal einen Augenblick in den Kanzler hineinzuversetzen, sich gewissermaßen mit viel Empathie zu überlegen, was könnte sich der eigentlich gedacht haben. Also da ist jetzt ganz klar, der wollte da nicht aussagen, klar, der wollte sich dem nicht aussetzen, dass er da gegrillt wird, logisch. Er wollte sich dem Imageverlust und dem Kontrollverlust nicht aussetzen, der damit verbunden gewesen wäre, wenn er da aussagt und dann ins Schwimmen gerät. Also hat man taktisch an allen Strippen gezogen, um das zu verhindern. Und was hat man dafür in Kauf genommen? Man hat dafür in Kauf genommen, dass jetzt alle Skandale der politischen Konkurrenz auch nicht mehr aufgeklärt werden. Man hat dafür in Kauf genommen, dass man der Bevölkerung das Signal sendet, Korruption wird bei uns nicht aufgeklärt und wenn ein Untersuchungsausschuss da ein bisschen mal in die Nähe kommt, dann wird der abgedreht. Man hat dafür in Kauf genommen, dass all diese gigantischen Korruptionsskandale von Schwarz, Blau, Orange in den Hintergrund rücken und primär der Eindruck entsteht, dass es die SPÖ ist, die es verhindert, dass Korruption bei uns bekämpft wird. Und man hat dafür in Kauf genommen, dass die Politik einmal mehr vollständig diskreditiert wird. Und verstehen Sie mich nicht falsch, aus meiner Sicht gibt es keine Gründe, kann es keine Gründe geben, so ein Resultat in Kauf zu nehmen. Aber trotzdem, versuchen wir trotzdem das Ganze noch einmal einen Augenblick mit den Augen von Werner Faymann zu betrachten. Versuchen wir uns hineinzuversetzen in seinen Kopf. Denken wir gewissermaßen mit seinem Kopf. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass das hohe Wort Denken in diesem Zusammenhang fehl am Platze ist. Nein, nein, so redet man nicht über einen Bundeskanzler. Also denken wir mit seinem Kopf, was könnte der gedacht haben? Meiner Meinung nach gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, er hat sich gedacht, dass das gar nicht das Resultat sein wird. Der hat sich gedacht, ach geh, das gibt ein bisschen Rauch, der verzieht sich wieder, den normalen Leuten ist das eh alles egal, das schadet mir gar nicht. Jedenfalls weniger, als es mir schaden würde, wenn ich da aussage. Und ich halte es wirklich für möglich, dass die so etwas gedacht haben. Dass die unter einem derartigen Realitätsverlust leiden, dass die wirklich sowas denken. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass er sich gedacht hat, der Preis ist zwar hoch, aber er ist noch viel höher, wenn ich dort aussagen muss. Dass sich der gedacht hat, die machen mich dort so auf, da komme ich nicht mehr raus, da geht es dann um meinen Kopf. Aber Entschuldigung, was hätte ihm denn passieren können? Die Fakten sind doch eh bekannt. Wir wissen doch eh alles über diese Inseraten-Affäre. Klar, ein paar Details wird es schon noch geben, die wir noch nicht kennen. Aber die groben Abläufe, was da gelaufen ist, das wissen wir doch. Der einzige Unterschied wäre eben gewesen, dass eben auch der Kanzler unter Wahrheitspflicht das erste Mal in der Öffentlichkeit Aussagen hätte müssen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Kanzler sagt da aus, wie es gewesen ist. Wird hart gefragt und sagt die Wahrheit. Ja, und der sagt da aus und dann sagt er noch etwas so circa von der Art. Ja, ich habe nicht gestohlen, ich habe keine illegale Parteienfinanzierung gemacht und ich habe mich schon gar nicht privat bereichert. Aber ich weiß heute, dass das trotzdem nicht in Ordnung war, was wir
gemacht haben. Ich weiß, dass das nicht sauber war und das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass heute ein hoher Anspruch an Sauberkeit in der Politik herrscht und dass das gut ist so. Und ich habe auch etwas gemacht, was unsauber war. Ich habe das gelernt und wir haben das jetzt abgestellt. Ich verbürge mich dafür, dass ich und dass niemand mehr in meiner Regierung so etwas in Zukunft machen wird. Wir sind die Partei der sauberen Hände und wir werden da jetzt höhere Maßstäbe anlegen, als wir das bisher getan haben. Dafür verbürge ich mich. Wissen Sie, was dann gewesen wäre, wenn der das so gesagt hätte, wenn der die Souveränität gehabt hätte, dorthin zu gehen und so etwas zu sagen? Nichts wäre gewesen, die Sache wäre vorbei gewesen, er wäre unbeschädigt aus diesem Ausschuss rausgegangen, möglicherweise wäre er sogar als Held aus diesem Ausschuss rausgegangen. Aber er hat diesen Weg nicht gewählt, er hat stattdessen den Weg der maximalen Selbstbeschädigung gewählt, nochmals Chapeau. Und ich sage Ihnen, es gibt einen derartigen Zorn unter SPÖ-Mitgliedern, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, die sich sagen, wir rennen für unsere Politik, wir stellen uns auf die Straße, versuchen die Leute zu überzeugen und diese Idioten machen alles kaputt mit ihrem Dilettantismus. Die auch sagen, was ist das für ein Kanzler und Parteivorsitzender, der nicht mal den Mumm hat, da reinzugehen. Wie will so jemand Wahlen gewinnen oder komplizierte, schwierige politische Situationen meistern, wenn er sich nicht mal zutraut, so einen U-Ausschuss zu bestehen gegen den Herrn Pilz und den Herrn Petzner. Die sagen, der soll da gefälligst reingehen und aussagen, das erwarten wir uns von ihm, dass er souverän genug ist, auch mal eine Situation zu meistern, die ein bisschen kompliziert ist. Und ich glaube, man kann die Folgen all dessen gar nicht arg genug einschätzen. Denn natürlich, diese großen Räuber der Räuberkoalition, die sind natürlich noch mehr angepatzt als der Faymann. Der Schüssel, der Haider, der Gorbach, der Grasser, der Menzdorf-Puy, der Maischberger und all die. Nur, die unterscheiden sich auch noch in einem anderen, winzigen, aber entscheidenden Detail vom Faymann. Sie sind alle nicht mehr in der Politik. Die einzige Partei, die mit einem Angepatzten in die nächste Wahl geht, ist die SPÖ. Mit einem, der aus einem Problem, das er hatte, ein fatales Problem gemacht hat, das er jetzt hat. Also vorausgesetzt natürlich, sie geht mit ihm als Kanzlerkandidat in die nächste Wahl.